Also unsere Pinguine werden hier immer einmal in der Woche gewogen, damit wir einfach feststellen können, dass die Jungtiere stetig zunehmen. Das ist ein ganz normaler Prozess bei den Jungtieren auch. Und bis 6, 8 Wochen bleiben sie definitiv noch in der Höhle. Und nach 8 Wochen können wir dann hoffen, dass sie auch das erste Mal die Höhlen verlassen und dann auch den Fisch von uns pflegen dann nehmen und nicht mehr bei den Eltern betteln. Die unterschiedlichen Gewichte, das liegt einfach daran, dass die Jungtiere unterschiedliche Alter haben. Das älteste Jungtier, was auch schon ein bisschen größer ist, wiegt jetzt ungefähr zwischen 500 bis 600 Gramm und die kleineren wiegen jetzt ungefähr 100 bis 200 Gramm. In der Natur ist es einfach so, dass die Eltern weggehen, sodass dann die Jungtiere auf sich alleine gestellt sind. Und das ist dann im Prinzip auch so ein bisschen der Auslöser für die Jungtiere, dann alleine ins Meer zu gehen und mit nach Fisch zu jagen. Im Tierpark müssen wir das natürlich ein bisschen künstlich erzeugen, sage ich jetzt mal. Und da ist einfach so, dass wir die Jungtiere nach 6 Wochen wegnehmen und separieren, sodass wir dann im Prinzip als Pfleger, sage ich jetzt mal, dann eingreifen, sodass dann im Prinzip die Jungtiere von uns lernen, den Fisch zu nehmen und nicht mehr bei den Eltern betteln gehen. Für Humboldt-Pinguine ist es eigentlich sogar eher normal, dass sie Zwillinge haben. Für uns ist es halt schon eher was Ungewöhnlicheres, weil unsere Pinguine sonst immer nur ein Jungtier haben. Und jetzt sind natürlich durch die Zwillinge freuen wir uns natürlich besonders sehr, dass wir jetzt doch noch Zwillinge haben. Also sie bleiben mindestens 6 Monate hier bei uns, damit wir auch feststellen können, dass die Pinguine gut wachsen, gut im Gewicht bleiben und auch nicht zu sehr abmagern. Und dann ungefähr nach einem Jahr kann man dann drüber nachdenken, ob man eventuell die Jungtiere in einen anderen Zoo abgibt oder ob wir sie bei uns hier behalten, damit sie halt wirklich futterfest sind und damit die anderen Zoos keine Probleme mehr haben mit den Jungtieren. Die Jungtiere, die wir jetzt haben, das sind im Prinzip auch Pinguinpaare, die schon Jungtiere bei uns hatten. Und darum freuen wir uns wieder, dass es auch die Jungtiere gut geschafft haben und auch die Eltern jetzt die Jungtiere gut weiter versorgen. Also nach 6 Wochen, wenn wir dann die Jungtiere von den Eltern wegnehmen, bekommen sie dann auch die ersten richtigen Federn. Und dann, bevor wir sie dann im Prinzip in die Anlage rauslassen zu den anderen Pinguinen, nehmen wir im Prinzip nochmal eine Federprobe und da tun wir dann feststellen, welche Geschlechter unsere Pinguine hier haben.